Erinnert euch noch an mein Video über Manacopter? Wolltet ihr schon immer mal selber einen benutzen, um zur Abwechslung mal der KI damit zuzusetzen, statt umgekehrt? Eine rudimentäre Manacopter-Steuerung ist per Skript möglich, aber vor einer Weile hat sich mit Creative Element einer meiner regelmäßigen Zuschauer an eine komplette Karte, die um dieses Gimmick gestrickt ist, gesetzt. Das Ergebnis ist eine einzigartige Mission, die ich im Vergleich zu meiner eigenen Dark Mirror-Kampagne nicht nur ermöglicht, massiv zu eskalieren, sondern das auch von euch fordert. Diese Map erfordert einige Mods der letzten Jahre, die aber allesamt automatisch in Settlers United integriert sind. Gold Edition Nutzer haben hier leider Pech. Wenn ihr Settlers United habt, könnt ihr die Karte vor dem Spielstart über den Client herunterladen lassen, wodurch sie auch direkt im richtigen Verzeichnis landet. Wie für DV-Maps üblich ist die Steuerung etwas eigen, da alles über die Platzierung römischer Gebäude abläuft. Ich habe Creative aber dazu genötigt, die Hilfestellungen, die ihr über den Marktplatz aufrufen könnt, zu erweitern, damit ihr euch nicht zu viel merken und ich kein Cheat Sheet zusammenstellen muss. Dankt mir später. Eure Hauptgegner auf dieser Karte sind die Piraten aus Mission 9 der Hauptkampagne. Diese haben hier nicht nur eine absurd große Siedlung, sondern auch Zugang zu den Spezialeinheiten aller Völker. Und sie führen auch Gärtner gegen euch ins Feld. Diese werden an mehreren Orten gespawnt, die durch je drei Werkzeugschmieden markiert werden. Zerstört ihr diese, was ihr mit dem Zauber Thors Hammer erreichen könnt, wird der Spawnpunkt gekappt. Euer Hauptziel ist es, die beiden Burgen der Mayas zu zerstören. Das große Gimmick ist natürlich der Manacopter. Dieser kann nicht von der KI angegriffen werden und er ist in Sachen Kapazität auch nur dadurch begrenzt, wie viele Einheiten ihr in sein Einzugsgebiet quetschen könnt. Er kann zwar keine dunklen Gärtner transportieren, das ist aber auch gar nicht nötig. Da das Laden und Entladen des Manacopters die Insassen im Grunde löscht und neu spawnt, werden diese dabei geheilt und der Mana-Pool eurer Schamanen wird wieder aufgeladen. Ob über USB-C oder per Induktion, kann ich euch aber nicht beantworten. Diese Karte verlangt von euch, dass ihr möglichst schnell einen großen Schneeball ins Rollen bekommt. Sobald der dunkle Tempel steht, nehmt eure drei Startschamanen, rekrutiert 16 Schwertkämpfer und schickt den Manacopter mit dieser Besatzung auf die Suche nach zukünftigen Gefangenen mit Jobs. Es gibt einige Orte auf der Karte, wo sehr viele Häuser und damit auch Träger stehen. Sobald diese abgegrast wurden, bietet sich die Mana-Produktion im Norden an, da die Arbeiter dort automatisch von Trägern aus der übrigen Siedlung ersetzt werden. Denkt daran, dass ihr bis zu drei separate Ziele speichern könnt, die euer Manacopter damit einem Befehl immer wieder anfliegen kann, falls ihr Nachschub braucht. Das übrige Mana investiert ihr in 5 dunkle Gärtner sowie 10 Pilzfarmen. Hier ist es wichtig, konzentriert zu arbeiten. Die Pilzfarmen in den Kampagnenmissionen sind in der Regel weit verstreut. Das wollt ihr aber nicht tun, sondern eure Farmen stattdessen möglichst dicht aneinander setzen, sodass sie nur durch die von ihnen gepflanzten Pilze getrennt werden. Da Sechsecke die Bestecke sind, könnt ihr dieses Muster beliebig fortsetzen. Der Grund für diese Bauweise ist, dass die Pilze keiner bestimmten Farm zugewiesen sind. Und wenn ihr euch an mein altes Video zur Pilzfarm erinnert, dann wisst ihr, dass Schattenpilze viel schneller Sporen erzeugen, als eine Pilzfarm sie ernten kann. Wenn ihr eine Pilzfarm neben bereits gepflanzte Pilze setzt, kann sie sofort mit der Ernte beginnen und profitiert sogar indirekt von den Sklaven ihrer Nachbarn. Ideal ist das Gebiet links von eurer Basis, da die Pilzfarmer dann leichter den dunklen Tempel erreichen können, dort viel Platz und die Verteidigung leicht ist. Nach jeder 6. platzierten Pilzfarm lasst ihr eure Manacopterbesatzung einmal 30 Sklaven besorgen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viele freie Plätze ihr habt, setzt einmal die Eselzucht, um das aufgelistet zu bekommen. Etwa mit dieser Sklavenzahl erhöht sich auch das Mana, das ihr pro Kugel erhaltet, um 1. Also auch wenn ihr später eure Farmen weit entfernt setzen müsst, profitieren eure ersten Farmen immer noch vom Ausbau. Anders als noch in meiner eigenen Dark Mirror Kampagne gibt es also keinen Punkt, an dem sich ein weiterer Ausbau nicht mehr lohnt. Soldaten braucht ihr erst ab Minute 40, vorher sollte alles in die Vergrößerung der Mana-Produktion fließen. Der erste Angriff besteht außerdem nur aus einer Gruppe Gärtner mit leichter Eskorte, ihr braucht also auch nicht viele Bogenschützen, um ihn abzuwehren. Ungefähr ab 15 Mana pro Kugel solltet ihr in der Lage sein, dauerhaft Soldaten zu produzieren. Ab Minute 100 erreichen die Angriffe auf euch ihren Höhepunkt. Gärtner schaden natürlich eurer Mana-Produktion, während Priester versuchen, sich in der Nähe eurer dunklen Festung zu sammeln. Lasst ihr zu, dass es zu viele werden, verliert ihr das Spiel. Die Angriffe haben aber auch ihr Gutes, denn ab 500 Kills könnt ihr für je 1000 Mana eure Schwertkämpfer und Bogenschützen auf Level 2 aufwerten und ab 1500 Kills nochmal für je 3000 Mana auf Level 3, ähnlich wie die göttliche Aufwertung in Siedler 3. Solange der HD-Patch keine neue Grafiken zuweisen kann, sind das zwar nur Strichmännchen, wenn sie nicht kämpfen, aber diese Soldaten sind dank eines Bugfixes meinerseits nicht nur voll funktionsfähig, sondern haben mit Ubo auch verbesserte Stats, wie auch bei den anderen Völkern. Und da das dunkle Volk bereits stärkere Level 1 Soldaten habt, könnt ihr im Grunde immer ein halbes Level obendrauf rechnen. Diese stärkeren Soldaten sind zwar teurer, aber dennoch ein besserer Deal pro Mana und Zeit. Sobald ihr Level 3 Schwertkämpfer habt, könnt ihr entweder euren Gegner langsam überrennen oder mit dem Manacopter auf die Suche nach den beiden Burgen gehen.
In dem Fall braucht ihr zwar wahrscheinlich 2 oder 3 Flüge pro Burg, aber Level 3 DV-Krieger mit 150% Kampfkraft sind absolute Tötungsmaschinen. Viel trennt euch an diesem Punkt also nicht mehr vom Sieg. In dem Fall, herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein minimal dystopischeres Arbeitslager als sonst geschaffen.